Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute, ja, machen wir gemeinsam einen Tag, und zwar den Entweder-oder-Book-Tag, den ich bei der lieben Claudia gefunden habe. Ich packe ihren Kanal und das Video mal unten in die Infobox. Schaut super gerne mal bei ihr vorbei. Da gab es letztens tatsächlich auch ganz lustige Outtakes und ja, das hat mich definitiv auch zum Lachen gebracht. Ich fand den Tag hier mit den 7 Fragen sehr interessant und ja, lasst uns doch gemeinsam vielleicht diese Fragen jetzt beantworten. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr die Fragen vielleicht unten in den Kommentaren beantwortet, zumindest die ein oder andere, die ihr vielleicht auch spannend findet. Lasst uns da gerne ein bisschen über die Fragen und dann unseren Antworten sprechen. Frage Nummer 1. Was findest du schlimmer, ein ausgeliehenes Buch gar nicht mehr zurückbekommen oder mit Eselsohren zurückzubekommen? Also, ich würde mal vermuten, dass eigentlich nichts von beiden so in meiner Welt passieren könnte, weil ich nur sehr ausgewählten Menschen Büchern in die Hand gebe. Aber ich glaube, ich fände ein Buch nicht so schlimm, wenn es, ich sag mal, gelesen zurückkommt. Also ich habe jetzt bin kein großer Freund von Eselsohren, gerade von Büchern, die ich liebe, an denen mein Herz sehr hängt und ich auch selbst keine Eselsohren mache. Aber ich glaube, damit könnte ich noch eher leben. Also auch vielleicht mal irgendwie, wenn recht geknickter Buchrücken oder so, weil manchmal lässt sich das bei Büchern, also ich schaue mir gerade hier auch so den Wälzer der Übergang an, lässt sich das gar nicht vermeiden. Also ich glaube, ich fände es schlimmer, es gar nicht mehr zurückzubekommen und wenn dann vielleicht es sogar noch irgendwie totgeschwiegen wird, als wenn ich es einfach zurückbekomme und da 3 Eselsohren drin sind. Also ich glaube, das würde mich tatsächlich weniger stören. Ich würde mir das aber natürlich merken und die Person würde wahrscheinlich in der Zukunft kein Buch mehr von mir bekommen. Ja, also das würde mir wahrscheinlich nur einmal passieren. Zweite Frage. Magst du es lieber, ein gehyptes Buch auch zu lieben oder ein unbekanntes Buch zu lieben? Und ich muss sagen, bei dieser Frage habe ich erst so ein bisschen rumüberlegt, was damit gemeint ist. Und bei Claudia fand ich die Antwort tatsächlich schon auch nachvollziehbar. Ich verstehe aber gar nicht, warum sich das irgendwie ausschließt und es eine Entweder-oder-Frage ist. Also hat man ein Problem damit als Leser, wenn man ein Buch gut findet, was tausende andere auch gut findet. Also sagt man möchte eher dieses Trüffelschweinchen sein, was so die ausgewählten Highlights findet, entgegen dem Mainstream. Also ist man da so voller Vorurteile und sagt, irgendwie ein gehyptes Buch kann eigentlich gar nicht gut sein, wenn es tausenden von Lesern gefällt. Also ich muss sagen, ich finde beides irgendwie absolut gut. Also ich finde schön, wenn ich ein Buch finde, was ich vielleicht seltener sehe und ich es feiere und vielleicht auch Leute damit ein bisschen anstecken kann. Ich habe aber auch überhaupt kein Problem damit, zu sagen, oh, das Buch wird gehypt und ich verstehe, warum es gehypt wird und ich hype einfach ein bisschen mit. Ich meine, sei es zum Beispiel letztes Jahr bei Fourth Wing. Also, na, da habe ich den Hype durchaus verstehen können und fand das Buch ja auch richtig, richtig gut. Aber genauso finde ich natürlich Bücher toll, die ich entdecke, so für mich und dann vielleicht ein, zwei Leute sagen, ja, Steffi, das Buch war auch richtig gut und ja, also entweder oder finde ich hier irgendwie schwierig, weil ich finde, das schließt sich irgendwie ein und gar nicht aus. Aber vielleicht würde ich tatsächlich auch eher dann mich freuen, wenn andere das Buch auch toll finden und da in meiner Begeisterung mit dabei sind. Also vielleicht liebe ich dann eher Bücher, die auch gehypt sind. Dritte Frage. Willst du lieber, dass dein Lieblingsbuch verfilmt wird oder dass dein Lieblingsfilm als Buch erscheint? Also ja, es gibt ja durchaus Bücher, die nach dem Film gekommen sind. Ich glaube aber nicht, dass ich das brauche. Also wenn ich so an meine Top 5 Filme denke, ich stelle mir die als Buch schon irgendwie cool vor, glaube aber, dass manches vielleicht in meinem Kopf gar nicht so hätte entstehen können, wie es mir auf der Leinwand gezeigt wurde. Also wenn ich zum Beispiel an meinen liebsten Christopher Nolan denke, Interstellar, ja, das ist natürlich irgendwie ein Science-Fiction-Roman, der im Weltraum spielt, aber hätte ich mir diese vierte Dimension oder das Wurmloch oder hätte ich mir das so vorstellen können, ohne es als Bild gesehen zu bekommen? Also wie gut hätte es beschrieben sein müssen, damit ich das in meinem Kopf hätte irgendwie so finden können? Also ich glaube, manches funktioniert auf der Leinwand besser. Und ich glaube, deswegen würde ich Antwort A, also ja, die erste Antwort sozusagen vorziehen, sagen, ich hätte lieber meine Lieblingsfilme auf der Leinwand, damit ich sie eben nicht nur als Buch genießen kann, sondern vielleicht wirklich auch noch ein toller Film folgt. Und es gibt ja wirklich sehr viele gute Buchverfilmungen, die wirklich Spaß und Freude machen. Und wenn man dann vielleicht Lust auf die Geschichte hat, sagt, okay, ich gucke mir vielleicht tatsächlich lieber einfach mal zwischendurch den Film an, der 2 Stunden dauert, als in dieses Buch einzutauchen, was dann vielleicht ja, 2 oder 3-mal so lange dauert. Also deswegen glaube ich, würde ich lieber viele meiner Lieblingsbücher in Filmform sehen.
Vierte Frage. Was ist schlimmer? Ein Cliffhanger oder eine Lieblingsfigur stirbt? Also ich habe überhaupt kein Problem mit Cliffhanger. Ja, es ist gemein. Ja, die Spannung wird künstlich hochgehalten. Und ja, man möchte ja ins nächste Kapitel oder ins nächste Buch oder was auch immer. Aber ich glaube, also das finde ich absolut okay und schön und ich mag spannende Bücher. Wenn natürlich so Lieblingscharaktere sterben, das ist schon sehr, sehr, sehr hart. Also es ist ja nicht oft so, dass wirklich der Hauptcharakter oder ja, ne, ein großer Charakter stirbt. Es sind ja oft dann so die nebenkleineren Charaktere. Und da muss ich schon sagen, das finde ich manchmal schon hart. Also ich erinnere mich so an einige Tode, die ganz schön getroffen haben. Man, klar könnte man jetzt ganz strikt auf das Lied von Eis und Feuer zeigen. Man könnte aber natürlich auch im Herrn der Ringe durchaus den ein oder anderen Nebencharakter finden, der stirbt. Was auch manchmal sehr tragisch ist. Bei Harry Potter gibt es ja auch so den ein oder anderen Tod, der wirklich traurig ist. Das finde ich viel schlimmer. Also gerade, wenn man vielleicht so in die Rolle des Protagonisten geschlüpft ist und diesen Charakter auch ja irgendwie mit dem interagiert, dem näher kommt, eine Bindung aufbaut und wir dann eben auch die Bindung dazu haben, dann finde ich das schon hart und richtig traurig. Ja, also ich finde das, glaube ich, viel, viel, viel schlimmer. Fünfte Frage. Liest du in einer Reihe lieber den neuesten Band direkt, wenn er erscheint, oder wartest du lieber, bis alle Bände einer Reihe erschienen sind? Das ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem, was man, glaube ich, hat. Ich bin schon jemand, der gerne die ersten Bände liest, wenn sie erscheinen. Und ich glaube, deswegen bin ich, glaube ich, schon jemand, der sagt, okay, sobald der neueste Band da ist, lese ich den. Aber es ist halt schon sehr oft passiert, dass man dann Band 1, 2 gelesen hat und danach ging es nicht weiter. Egal, ob es nicht im englischen Original vielleicht weiterging oder ob die deutsche Übersetzung nicht kam. Dann könnte man sich immer noch mit dem Englisch behelfen. Was ich bei Das Lied von Eis und Feuer durchaus auch täte, insofern denn da mal was kommt. Ich glaube, dass das, ich glaube, würde man immer warten, bis die Reihe vollständig ist und dann erst sich die Bücher kaufen, wobei hier ist ja eher die Rede vom Lesen, dann würde es ja irgendwann keine Reihen mehr geben, weil kein Verlag sagt, es lohnt sich, erst 3 Bücher auf den Markt zu bringen, der Trilogie, bis jemand die kauft. Aber es ist natürlich auch schon schön, wenn man ältere Reihen für sich entdeckt und da einfach weglesen kann und sagt, so, ich habe die Trilogie jetzt hier oder ich habe den ersten Band entdeckt, lese den und dann kann ich 2 und 3 direkt weiterlesen. Also ich finde, beides hat seinen Charme, aber ich bin schon, glaube ich, eher jemand, der wirklich sagt, okay, das neue Buch ist jetzt da, ich lese das und nehme diese Wartezeit in Kauf. Wobei das natürlich auch oft einfach dann das Problem ist, das sehe ich jetzt ja zum Beispiel auch bei Elias und Laia, da habe ich letztes Jahr sogar den ersten Teil gereadet und er war wirklich unglaublich gut, ein Highlight, aber dann habe ich wieder 2, 3 Monate nicht in dieser Reihe gelesen und denke, ach, willst du diese Reihe überhaupt fortführen oder ist es einfach der grandiose erste Teil und du musst gar nicht wissen, wie es irgendwie weitergeht, wobei ich ja den zweiten Teil auch schon gelesen hatte, so als Beispiel, aber ja, ich glaube, das Problem wäre halt, würde man sich alle 3 Teile kaufen und man merkt im ersten, das ist nichts für einen, dann hat man natürlich auch 3 Bücher da oder 2 Bücher, die dann gar nicht gelesen werden. Also es ist schon ein schwieriges Thema, aber ich bin, glaube ich, grundsätzlich schon eher jemand, der sagt, okay, ein Buch kommt und ich lese das und ich warte nicht unbedingt drauf, dass dann alle anderen Bände irgendwie da sind. 6. Frage. Würdest du lieber deinen Lieblingsautor oder deine Lieblingsfigur treffen? Also ich habe ein paar meiner Lieblingsautoren schon getroffen und ich glaube, ich würde tatsächlich vielleicht die Figuren vorziehen. Weil das würde irgendwie bedeuten, also der Autor, das ist ja sehr realistisch und auch machbar und möglich in vielen Fällen, wobei jetzt so mit Stephen King einen Kaffee trinken, wäre natürlich auch schon cool. Aber ich würde tatsächlich, glaube ich, lieber die Charaktere treffen. Also wenn ich diese Gabe hätte, Charaktere aus Büchern herauszuholen oder mich in die Geschichte zu bringen und dann ein Gespräch zu führen, das fände ich schon cooler. Und wenn ich dann so mein Highlight-Regal von Tolkien und Harry Potter oder hinter mir gucke, da würden mir einige Charaktere einfallen, mit denen ich gerne einfach mal einen Kaffee trinken würde. Also ich nehme hier, glaube ich, tatsächlich die Figur. Und 7. und letzte Frage, nie wieder Neuerscheinungen lesen oder nie wieder rereaden? Also das würde ja bedeuten, wenn ich mich für die Neuerscheinungen entscheide, dass ich nie wieder Harry Potter lesen darf, dass ich nie wieder den Herrn der Ringe lesen darf, dass ich nie wieder ein Buch von Adriana rereaden darf, dass ich nie wieder einen ersten Band von einer Reihe rereaden dürfte. Das ist echt hart. Es ist natürlich auch die Frage, könnte ich damit leben, nur Geschichten zu lesen, die ich schon kenne? Und selbst wenn die 10 Jahre herliegen, dürfte ich das ja rereaden. Das ist echt, also das glaube ich echt die härteste Frage.
Wahrscheinlich würde ich mich tatsächlich für den Reread entscheiden und sagen, okay, dann lese ich eben keine Neuerscheinungen. Ist auch die Frage, was meint man mit Neuerscheinen? Dürfte ich dann ein neues Buch lesen, was schon 5 Jahre alt ist? Dann wäre das ja gar nicht schlimm. Also ich würde mich, glaube ich, für die Rereads entscheiden. Einfach, weil ich denke, dass es viele, viele, viele Bücher gibt, die ich schon gelesen habe. Und wenn ich die rereade nach 10 Jahren, dass die mir dann auch wieder relativ neu vorkämen. Und ich glaube, da wäre ich durchaus beschäftigt. Und wenn ich dann eben ein neues Buch erst lesen darf, wenn es 5 Jahre alt ist, dann hätte ich ja auch genug neuen Stoff, ohne das Rereaden aufzugeben. Also dementsprechend würde ich mich fürs Rereaden entscheiden und sagen, okay, dann darf halt die Neuerscheinung, die morgen erscheint, nicht übermorgen einziehen. Ist aber ja gar nicht so schlimm. Ja, ich glaube, damit könnte ich ganz gut leben. Ja, das waren sie jetzt, die 7 Fragen zum Entweder-oder-BookTok. Ja, teilt doch gerne mal eure Gedanken, eure Antworten unten in den Kommentaren. Schaut in der Infobox gerne mal vorbei und grüßt die liebe Claudia von mir, wenn ihr bei ihr seid und werdet euch auch ihren Tag und die Antworten dazu anseht. Ich hoffe, der Tag und meine Antworten haben euch ein bisschen gefallen, haben euch gut unterhalten. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.